Bist du mit deinem Blockspiel unzufrieden und würdest gerne mehr direkte Blockpunkte erzielen? Hast du das Gefühl, du springst immer ins Leere und die Gegner schlagen immer nur rechts und links an dir dran vorbei? Ich gebe dir ein paar technisch-taktische Tipps für mehr Blockerfolge. Bleib dran, schau es dir an. Damit der Angriffsball des Gegners gar nicht erst auf deine Feldseite kommt, schiebe deine Hände wie auf Schienen direkt über die Netzkante in den Luftraum des Gegners, um den Ball dort zu blockieren. Dadurch entsteht keine Lücke zwischen dir und der Netzkante und du vermeidest außerdem, dass der Ball zwischen dir und Netz runterkommt und dadurch ein Punkt für den Gegner fällt. Um die Hände frühzeitig über die Netzkante schieben zu können, müssen deine Beine eine Gegenbewegung machen, die sogenannte C-Form. Das kannst du an der Wand üben, indem du 4 Kontaktsprünge machst. Dabei springst du vor der Wand hoch und berührst mit den Fußspitzen und deinen gestreckten Armen die Wand und landest wieder am gleichen Ort, wie du abgesprungen bist. Auf jeden Fall sollten deine Arme lang gestreckt bleiben, auch beim Fallen. Und die Finger bleiben angespannt. So vermeidest du nicht nur Verletzungen, sondern kannst auch noch sehr spät oder zeitverzögerte Bälle entschärfen. Für eine große Blockfläche spreize deine Finger und halte deine Hände gerade so weit auseinander, dass kein Ball hindurchpasst. Wenn ihr im Training Blocksprünge gegen gehaltene Bälle trainiert, dann nehmt doch einfach 2 Bälle, damit die Hände entsprechend breit aufgefächert werden. Außerdem richte deinen Block immer Richtung gegnerischer Feldmitte aus, denn das ist ja der Bereich, wo du hinblocken willst, um auch die Gefahr zu minimieren, dass die Bälle von dir ins Block ausgehen. Da die Sprungbelastung beim Blocktraining eh schon sehr hoch ist, sollten zumindest die Angreifer auf einem Kasten stehen, um die Sprungbelastung zu minimieren. Die Angreifer auf dem Kasten sollten dann ehrliche, freche Angriffe auf die Pfoten des Blockspielers machen, denn das wird der Gegner im Spiel schließlich auch tun. Es geht also nicht darum, dass der Angreifer den Blockspieler mit Erfolgserlebnissen verwöhnt, sondern es geht vielmehr darum, dass der Blocktrainierende den Angreifer beobachtet und dann tatsächlich versucht, diesen zu blockieren. Um von Anfang an im Training Netzfehler zu vermeiden, könnt ihr das Netz einfach unter Strom setzen oder die Netzkante mit einem Stacheldraht ausstatten, damit... Ach, Moment, das ist gerade fehl am Platz hier. Wenn ihr die Kästen für die Angreifer quer zum Netz steht, so kann der Angreifer auf dem Kasten auch sich ein bisschen rechts und links bewegen und dadurch den Blocktrainierenden zusätzlich in seiner Wahrnehmung schulen. Im Wettkampf selbst sollten die Blockspieler zunächst den Zuspieler und dann den Angreifer beobachten, um möglichst viele Informationen zum Angriffsort und Angriffsrichtung zu erhalten. Außerdem sollte zunächst jeder Blockspieler seinen direkten Gegner beobachten, um diesen zu blockieren und erst im Anschluss sich um Doppelblocks oder Dreierblocks kümmern. Dies ist gerade dann wichtig, wenn der Gegner auch mal Kombi spielt, damit euch die Angreifer nicht abhauen und womöglich blockfrei zum Angriff kommen können. Denkt daran, bei allen Überlegungen nicht die Abwehr zu vergessen. Letztendlich wollen wir im Training und auch im Wettkampf gemeinsam auf dem Feld zusammenarbeiten, also Block und Abwehr gemeinsam. Und dementsprechend sollten wir das von Anfang an auch bedenken, trainieren und dann im Wettkampf gemeinsam harmonisiert umsetzen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, einen Daumen hoch freuen. Einfach jetzt den Button drücken, gerne den Kanal abonnieren. Ich bin auch auf Insta oder Facebook unterwegs. Schaut doch mal vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss und bye bye. Euer Martin.